Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Animal Crossing New Horizons. Wir sind in der Version 1.11 angekommen. Und die haben, wörtlich übersetzt, einen kritischen Bug, der die Spielbalance beeinflusst, behoben. Es geht um den Bug, wo man wohl Items klonen konnte oder sowas. Deren Begründung dafür, dass die Spielbalance dadurch beeinflusst wird und die deswegen das behoben haben, finde ich ein bisschen sehr merkwürdig, weil Zeitreisen ist ja trotzdem noch möglich, aber gut, immerhin ein Bug weg. So, und Tumlok hat heute was zu sagen. Die Neuigkeit, Leute. Wir freuen uns, einen Neuzugang auf Dizzymania zu begrüßen, den Guido. Für Bastler auf der Insel habe ich noch eine ganz besonders delikate Nachricht, denn für Bastler-Veteranen bieten wir nun einen speziellen Umgestaltungskurs an. Da könnt ihr das Aussehen eurer Bastelprojekte umgestalten, also einfärben. Da bin ich doch gerne dabei. Das war alles. Fantastischen Tag. Ist aber schon Abend, weil ich warten musste, bis es 19 Uhr ist, weil wir heute auf der Insel gehen, um komische Tarantulas zu fangen. Ja, das ist der Plan heute. Ich glaube, Guido war sogar der einzig Coole, den ich angesprochen habe, oder? Zwar keine Katze, aber ich glaube, er war trotzdem ganz cool. Uiuiui, Post! Und meine Birnen sind endlich gewachsen. Das ist ja toll. Guck mal, bei diesem Baum sind die einfach sofort da gewesen. Bei den orangen Bäumen waren die nicht sofort da. So, wer hat denn an mich gedacht heute? Die Akademie des schönen Hauses, sogar mit einem Geschenk drin. Herzlichen Glückwunsch zur Feier der Vergrößerung deines Hauses. Haben wir ein Geschenk für dich. Was ist schließlich ein modernes Zuhause ohne nützliche Elektrogeräte? Die Geräte. Stimmt, mein Haus wird ja auch vergrößert. Das habe ich schon wieder ganz vergessen, dass ich das ja gestern noch abbezahlt hatte. Habt ihr mir ein schönes geschenkt? Die Akademie schenkt einem eigentlich immer was Cooles, aber in diesem Fall ist es einfach nur ein Bügelset. Na gut. Ein Bügelbrett bezeichnen die als Elektronik, ja? Okay. Und solche Leute wollen mein Haus bewerten. Ich werde hier kurz mal alles wieder in Ordnung bringen. Denn der Look verbessert immer nur die Häuser, aber packt leider die Sachen nicht an den Rand. Mein Dummkopf. Und je mehr ich mein Haus ausbaue, umso leerer wirkt es einfach. Na gut, hier, Bügelset. Wie sieht denn das aus? Wow! Ich habe leider keinen Tisch dafür. Tschüss, Bügelset. Okay, dann besuchen wir mal unseren neuen Nachbarn, den Guido. Der wird wohl in Haus Nummer 1 leben. Oh, sehr gut, Guido. Hast du dir das perfekte Häuschen ausgesucht? Das Neandertaler-Haus. Ah, Guido war dieser komische Vogel. Das gefällt mir sehr gut. Na, gerade eingezogen. Schöner Boden. Oh, Hallidio. Holladio. Schön, dass du gleich mal vorbeischaust. Das Auspacken wird mich sicher noch den ganzen Tag beschäftigen, aber morgen bin ich zu allem bereit. Als Nachbar können wir jetzt jeden Tag die tollsten Sachen unternehmen. Happa, 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 happa. Stimmt, das war der einzige coole, glaube ich. Sein Boden, ey. Toll, Tom. Hast du ein richtig tolles Haus gebaut. Einfach den Boden vergessen. Also der ist dann seine eigenen Kloake. Haus 2 ist noch nicht fertig. Haus 3 dann wahrscheinlich auch noch nicht. Mann, ey, der Tom braucht jetzt wirklich jeden Tag... Also er braucht immer einen Tag, damit die Häuser fertig sind. Das ist heftig. Das dauert ja mega lang. Naja, erstmal ein paar Sternis ausgraben, nicht wahr? Oh, ich habe ja gar kein Geld mehr. Naja, ich vergrabe trotzdem wieder 10.000. Zack. Hat sich irgendjemand gemerkt, wo ich meine Geldbäume bisher schon so gepflanzt habe? Denn mir ist noch keiner aufgefallen. Ja, was denn, Nadine? Hey Daisy, kann ich dich kurz wegen was nerven? Dauert auch nicht lange. Hast du schon bei Guido vorbeigeguckt? Vielleicht geht's nur mir so, aber... Seitdem die Nase hier wohnt, hat Dizzymania einen ganz anderen Flair. Oder bilde ich mir das nur ein? Jedenfalls hat der Gedanke eine Kettenreaktion in meinen Oberstübchen ausgelöst. Wie schaffen wir es, dass mehr coole Socken wie Guido auf unsere Insel ziehen? Oh, sie schenkt mir sogar was. Ein Aussichtsfernrohr. Ich soll neue Nasen für sie entdecken. Da kommen doch noch zwei andere. Nadine, chill mal dein Leben. Die brauchen halt nur... Der Nook ist zu langsam. Hau den mal an. Oh, wer bist du? Du bist neu? Hallo? Harvey! Hey, du, sag mal, wohnst du hier auf dieser Insel? Da grüßt mir doch. Ich bin Harvey von nebenan, also Nachbarinsel. Grüß dich. Meine Freundin sagen einfach H zu mir. Wieso? Na, H wie Harvey. Ach, das klappt aber nur, wenn man es laut sagt. Sorry, versuchter Kalauer und so. Ich wollte was. Warte mal, lass mich mal kurz überlegen, was ich wollte. Ach ja, ich höre ständig von eurer Insel und wie locker und relaxed es sich hier haust. Ja, wollte ich mal Hallo sagen. Also der Insel und euch und so. Naja, eigentlich suche ich ja Ideen, um eine neue Künstlergruppe zu starten und so. Jetzt erklär mir mal, eigentlich soll hier doch gar keiner wohnen, einsame Insel und so. Bist du jetzt hier der Chef oder wie? Moment mal, hier. Beste Idee aller Zeiten. Du solltest mal mein Fleckchen Erde besuchen kommen. Ich spazier einfach zum Flughafen und fahr nach Harveys Insel. Da wohne ich. Cool, oder? Okay, also Harvey hat deine eigene Insel und meine ganzen Zitrötchen. Nee, Orangen sind fertig geworden. Geil. Erstmal alle abholen. Ich glaube, ich hätte die Allee doch ein bisschen weiter auseinander machen sollen, wenn ich das hier gerade so sehe. Aber zu spät. Nee, nicht zu spät. Man kann die ja eigentlich, man kann die Bäume ja auch aus dem Boden rausschaufeln, wenn man will. Muss man nur ein Früchtchen für essen.
Ich bin ein taubes Früchtchen, yeah. Du bist ein taubes Früchtchen, yeah. Wir alle sind taube Früchtchen, yeah. Taube, taube, taube Früchtchen, yeah. Ich sing viel zu häufig in den Folgen momentan. Es tut mir leid. Und wie jeden Tag schauen wir natürlich erstmal noch bei Nooks Laden vorbei. Mal gucken, was die heute so haben. Ich weiß gar nicht, was ich mir ehrlich gesagt wünsche. Irgendwas, was in mein Haus passt. Das wäre mal was. Oh, eine Wanduhr. 690 Sterne. Easy. So, danke, kleine Nook-Brüder. Dann meinte ja der Nook noch, dass wir da irgendwie an so einem Bastelkurs teilnehmen können. Bist du bereit, die wunderbare Welt des Umgestaltens zu betreten? Ja! Okay, ich soll einen Holzschrank machen und den dann umgestalten. Und was brauchen wir denn dafür? 12 Holz. Alles klar. Hacki, hacki, hack. Hack, 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 das Holz. Dann den Holzschrank herstellen. Holz, weißes Holz, Kirschholz, dunkles Holz, schwarz, grün, blau, rosa. Man braucht 2 Umdesigner-Dinger dafür. Wir haben 50, wie man oben rechts sieht. Was passt denn am besten in unser Haus gerade rein? Eigentlich sowas Dunkles. Wir nehmen das helle Blau. Das sieht bestimmt ganz gut aus. Ja, geil. Richtig geil eingekleistert. Ja, wirklich wundervoll. Wir können jetzt also selbst gebastelte Möbel quasi anders aussehen lassen, wenn wir wollen. Ich weiß nicht, irgendwie ist der Holzschrank hässlich. Aber ich habe jetzt hier so ein schönes Fernglas und kann die Nachbarn da hinten im anderen Hochhaus spannen. Das ist auch bestimmt auch ganz cool. Gut, der Tom hat noch gesagt, wir können im Kleiderschrank irgendwelche tollen Sachen machen. Zum Beispiel uns umziehen. Ja, ich will mich gerne umziehen. Ah, und dann sind dann quasi alle Sachen drin, die wir jemals hatten. Ne, die wir gerade haben und im Lager haben. Wir könnten hier dann den Schnuller ausprobieren und andere Hosen und so. Ah, das geht schön fix. Die hat auch immer so eine schöne Pose macht. Andere Gesichter auch. Ja, knuffig. Ja, ich bleib aber so, wie ich war, glaube ich. Ja, wir bleiben, wie wir waren. Dann könnten wir ja eigentlich auch unsere Anlage hier nochmal verändern. Und natürlich habe ich jetzt diese blöden Farbsets wieder zu Hause. Ey, ich schneide hier so viel raus, weil ich dann dauernd in mein Haus reingehe und wieder rausgehe. Und dann sind aber lange Ladezeiten. Das kriegt ihr alles gar nicht mit. Ja, gespannt, wo ich jetzt hier schon bin in der Folge. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon 25 Minuten aufgenommen. Und habe einfach wieder gar nichts erreicht. Lol, das ist ja süß. Okay, die kann man ja richtig witzig anpassen. Ich glaube, ich mag dieses lebhaft am meisten. Das kostet sogar 4 dieser Umgestaltungsdinger. Wo man die wohl herbekommt, weiß ich auch noch nicht. Plapp, 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 plapp. So, haben wir hier eine schöne neue Anlage, die hier viel besser hinpasst. Dann verkaufen wir noch schnell unser ganzes Obst und sowas, denn ich möchte heute diesen komischen Trick mal auf der Insel ausprobieren. Und da dürfen wir so wenig Zeug mit haben, wie geht. Und diese ganzen Früchte sollten jetzt sogar 500 wert sein, nicht wahr? 19.000 Sternis, okay. Das klingt nach einem fairen Preis für ein paar Früchte. Danke. Ich bin hier bestimmt der einzige Lebensmittellieferant, den die haben. Also eigentlich sind das wirklich faire Preise. Irgendwann müssen wir auch nochmal das ganze Unkraut wegmachen. Aber nicht jetzt. Denn jetzt geht's erstmal auf eine andere Insel. So, was brauchen wir dafür? Wir brauchen natürlich erstmal ein Meilenticket. Und ich habe gerade gesehen, hier gibt's das Nookphone-Gestaltungskit. Kommt sowieso erst morgen an. Und damit kann man dann die Hülle seines Nookphones noch umändern, oder was? Okay, für 1800 Meilen, easy game. Ich glaube, die Zäune haben sich heute verändert. Kann das sein? Die sahen noch gestern noch an. Ich glaube, die nehme ich jetzt auch einfach beide mit. Da gehen sie flöten, meine ganzen Meilen. Aua, aua. So, gehen wir mal durch. Was braucht man alles für diesen tollen Trick auf dieser komischen Insel? Man braucht auf jeden Fall einen Kescher, eine Axt und eine Schaufel. Wenn man ganz sicher sein will, dann auch noch einen Sprungstab, weil es gibt ja auch Inseln, wo man nicht über die Flussläufe rüberkommt. Und vielleicht noch ein bisschen Obst und natürlich das Meilenticket. In den meisten Fällen braucht man auch gar kein Obst von seiner eigenen Insel mitzunehmen, weil auf den Inseln sowieso immer irgendwelche Kokosnüsse sind. Auf jeden Fall gehen wir jetzt auf irgendeine random Insel. So, Creme Brulee ist sicher auf der Zielinsel gelandet. Spektakulär. So, was haben wir denn hier für eine interessante Insel? Es gibt auf jeden Fall viele Blumen. Ist das nicht so? Das ist dieselbe Insel, wo wir Guido getroffen haben. Es ist exakt dieselbe fucking Insel und ich habe meine Leiter nicht mitgenommen, deswegen komme ich nicht mal da hoch. Das ist wirklich die schlechteste Insel ever für diesen Trick, aber wir nutzen die, weil ich nicht viele Nookmeilen habe. Also Hauptaufgabe, wenn ihr eure Insel zu einer Tarantula-Insel machen wollt, beziehungsweise Vogelspinn-Insel, ist einfach, dass ihr alles von der Insel wegnehmt, wo irgendwie Insekten spawnen können. Das sind halt zum einen diese ganzen Blumen
Hier sieht man es auch schon, da ist ein Insekt drauf. Verschwinde, du Insekt. Und wenn man halt die Blüten von den Blumen wegnimmt, dann spawnen die da nicht mehr. Das heißt, die wollt ihr auf jeden Fall alle pflücken. Als zweites müsst ihr alle Bäume abfällen, weil da halt auch immer mal wieder Insekten dran hausen. Aber mit dem Fällen allein hat sich das noch nicht getan, sondern ihr müsst die Baumstümpfe auch noch mit der Schaufel ausgraben. Denn da sind ja immer mal Birkenkäfer, und zwar gar nicht mal so selten, drauf. Um das halt zu verhindern, auch die ganzen Baumstümpfe raus. Wenn ihr das dann auch gemacht habt, dann müsst ihr auch alle Steine tatsächlich entfernen. Denn in Steinen können Kellerasseln und sowas spawnen. Und Ziel ist es halt, so wenig Spawnpunkte für irgendwelche anderen Insekten zu haben, außer für die Vogelspinnen. Und es langt nicht nur, gegen die Steine gegen zu duddeln, sondern dafür ist auch das Obst, das ihr vorhin mitgenommen habt. Das Obst müsst ihr essen und damit dann den Stein tatsächlich kaputt machen. Und das macht ihr auch mit allen Steinen, die es auf der Insel gibt. So. Und wenn ihr das dann alles gemacht habt, dann sollte eure Insel ungefähr so aussehen. Keine Blüten mehr, keine Bäume mehr, keine Steine mehr, ganz wichtig. Und ich würde noch empfehlen, den Dreck, den ihr gar nicht haben wollt, auf diese Steinplatten hier zu legen. Denn da könnten solche Silberfischchen spawnen und damit verhindert man halt, dass sie da spawnen. Ja, und wenn ihr das dann alles richtig gemacht habt, dann können jetzt eigentlich nur noch 2 bis 3 Insekten spawnen. Zum Beispiel die Tarantel. Da ist schon die erste. Kleiner Trip. Wenn ihr Taranteln fangen wollt, schleicht euch an die an. Und wenn sie so nach oben gehen, dann bleibt ihr stehen, bis sie sich wieder hinsetzen. Und immer wenn sie sich wieder hinsetzen, dann könnt ihr ein Stückchen weiter zu ihnen hingehen. Die greifen euch dann nicht an. Das ist halt so ein Wartespiel, mehr oder weniger. Wie man es früher aus dem Kindergarten kannte. Und ihr geht halt so nah ran, bis ihr euch wirklich sicher seid, dass ihr mit euren Cache rankommt. Und dann schnappt ihr sie. Und tada, 8000 Sternis. Woo. Ja, und jetzt wartet ihr einfach, bis permanent hier irgendwelche Taranteln oder Vogelspinnen spawnen. Alles andere müsst ihr halt einfach wegscheuchen. Das funktioniert jetzt nicht so gut auf einer Insel, wo tatsächlich 2 Ebenen sind. Ich würde es euch lieber empfehlen auf einer Insel, wo alles nur auf einer Ebene ist. Aber da habe ich jetzt halt Pech. Okay, what the fuck, die Insel ist richtig doof. Hier spawnt absolut gar nichts. Hier ist irgendwo eine Grille, aber ich sehe sie nicht, weil ich nicht weiß, wie man die fängt oder so. Und hier spawnt auch sonst nichts. Okay, Abbruch, die Insel ist mega kacke. Immerhin 20 Eisenerz dafür bekommen, das ist auch schon mal was. Meine schönen Meilen, oh Mann. Ach, come on. Du blöde Sau. Ich sehe schon wieder mehrere. Ja, wow, ey. Du bist doch scheiße, du Blödkopf. Schick mich gefälligst zu einer richtigen Insel, wo man Vogelspinnen fangen kann. Mann, ey. Ja, die Insel ist auch scheiße für den Trick. Alles kacke. Ich will nicht mehrere Ebenen. Toll, und dieselben Früchte gibt es ja auch nur wie auf meiner Insel. Was soll denn das? Und wie es aussieht, zumindest ein paar Steinchen, aber mehr tatsächlich nicht. Das ist eine Mini-Steine-Insel hier. Und das auch nur, wenn man die Leiter hat. Ganz toll. Ausbeutung dieser Insel, auch eher so semi-geil. Eigentlich nur 19 Eisenerz und ein Golderz zumindest, aber das bringt ja mal gar nichts, Udo, ey. Einen Versuch gebe ich dir noch, Udo. Einen einzigen. Das sieht besser aus. Danke, Udo. Ah, nicht zu früh, Freund. Nicht zu früh, Freund. Nein. Mann, wieso immer 2 Ebenen? Ich möchte meine Bambusinsel bitte wieder haben. Ich glaube, da gab es keine 2 Ebenen. Selbe fucking Früchte, selbe fucking Insel wie die erste Insel. Okay, ich werde es aber probieren, weil hier ist die obere Landschaft. Gar nicht mal so riesig. Das heißt, die Spinnen hätten hier zumindest einiges an Platz, wo sie spawnen könnten. Und hier gibt es anscheinend auch diese blauen Falter, die Himmelsfalter, die anscheinend hier auch ein bisschen Geld geben. Okay, also wieder eine halbe Stunde hier die Insel aufräumen. Alles klar. Das macht Spaß. Ah, ein Lehm. Das wäre fast der beste Stein aller Zeiten gewesen. Doch, ganze Insel mal wieder gecleared. Und dennoch keine Tarantulas. Geil, I love it. Verschwindet, ihr komischen Silberfischchen. Wenigstens kann man bei dieser Insel hinten drüber laufen, sodass man dann auf beiden Seiten die Silberfischchen wegmachen kann. Und jetzt sollten hier doch irgendwann mal Tarantulas spawnen. Bitte, ich brauche das Geld. Ich bin jung und brauche es. Steine befühlt auf beiden Seiten. So. Ich bin bereit, Tarantulas. So kommen sie zu mir. Und sag mir jetzt bitte nicht, die haben das auch rausgepatcht mit 111. Und nur nicht in die Patchnotes reingeschrieben. Jetzt sind hier nur diese Schwachsinn-Dinger. What the fuck? Mann, geh doch bitte weg. Stirb bitte einfach. Einfach ins Wasser mit dir. Kann nicht wahr sein, dass die ganze Zeit nur diese Viecher hier spawnen. Aber das hier hilft zumindest, dass man hier überall diesen Kack hinlegt. Ich habe auch auf der Insel da oben jetzt quasi alles vollgelegt, dass da auch nichts mehr spawnt. Da, okay, es funktioniert tatsächlich. Na, endlich.
Doch, komm her, du kleine Spinne. Wo bist du? Bist du ins Wasser gelaufen? Hey, da ist sie noch. Da kriegt dich die. Nein, 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 nix. Dir geschieht gar nichts. Alles ist cool. Alles ist cool. Du weißt gar nicht, wie ich mich freue, dich zu sehen. Eine kleine, süße Vogelspinne. Gleich habe ich dich. Alles cool, Vogelspinne, alles cool. Ich treffe die sowieso nicht. Wollen wir wetten? Okay, alles cool. Nice! Okay, dann kann jetzt die Vogelspinnenjagd losgehen. Okay, ich glaube, die Silberfischchen spawnen nur weniger, aber sie können trotzdem noch spawnen, obwohl das Zeug hier ist. Okay, diesmal war die zweite sogar ziemlich schnell hier. Vielleicht müssen sie sich erstmal eingrooven auf mich. Guck mal, oh ja, jetzt geht sie aber richtig ab. Oh, okay, so läuft. Ja, also man manipuliert quasi das Spiel, dass nur noch eine bestimmte Art von Insekten kommt. Und das ist es quasi. Also mehr oder weniger ein Exploit des Games. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt noch so häufig machen sollte oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ah, nein! Ah, usch, ah, uk. Ist übrigens nicht schlimm, wenn ihr auf der Insel ausgenockt werdet. Ihr landet dann zwar wieder bei Udo, aber der sagt nur, dass ihr ein bisschen mehr aufpassen sollt. Ihr könnt so lange auf der Insel bleiben, wie ihr wollt. Toll, oder? Zwei auf einmal. Man kann sie auch schneller fangen. Ah. Wenn man den trifft. Und Rippvogelspinne. Ja, mein Werk ist hier getan. Plupp. Fuck. Scheiße. Mann, die sind so gemein. Was ist? Oh boy. Ja, gut, das kann was werden. Ah! Oh, nö. Aha, ausgetrickst. Doofe Kackspinne. Alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. Bye, have a great time. Nein! Why? Wie, man kann den Kescher nicht auswechseln für die Vogelspinne. Das ist ja richtig doof. Dann bye bye, liebe Vogelspinne. Jo, aber nach 80 Toten, einem kaputten Kescher und 2 Stunden im Kreis rumlaufen auf der Insel, habe ich jetzt endlich mein ganzes Inventar voll, außer dem Kescher mit komischen Vogelspinnen. Die wären dann, wenn ihr sie alle verkaufen würdet, 232.000 Sternis für, halt 8.000 pro Vogelspinne. Oder aber ihr wartet, bis Flick in eure Stadt kommt und verkauft ihm die ganzen Vogelspinnen für 150% des Preises, also 12.000 Sternis pro Stück. Und ich glaube, der kann sogar noch aus den Vogelspinnen dann solche Modelle machen. Müsst ihr euch dann überlegen. Ich behalte jetzt auf jeden Fall erstmal, bis der Flick kommt und werde sie hier irgendwo ausstellen. Wie wär's damit? So, ist doch ganz hübsch. Dann kommst du auf meine Insel und dich begrüßen einfach 29 Vogelspinnen. Sehen sie dich alle super süß. Schön. Und das ist der Anführer von den allen. Okay, so haben wir das auch. Wir warten aber, bis Flick halt ankommt. Und das hat jetzt aber halt wirklich viel zu lange gedauert. Ist aber ein sehr einfach auszuführender Trick, für den man nicht cheaten muss, beziehungsweise time-traveln muss. Ja, ist so ein halber Cheat, aber halt auch nicht so wirklich. Und er kostet halt auch viel Zeit. Was aber bringt auf jeden Fall sehr viel Geld. Und auch, dass man die Vogelspinnen ein bisschen näher kennenlernt, beziehungsweise wie man die halt fangen soll und so. Und ansonsten würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann haben wir heute nicht so viel gemacht, außer diese Dinger. Ich glaube, das Video wird auch richtig kurz nur. Ist eher ein Tutorial gewesen heute. Naja, dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Und tschüss.